Moinsen und Servus zusammen, der Jörg zockt wieder hier, wieder mal mit die Order 1886. Beim letzten Mal bin ich ja hier stehen geblieben, leicht verwirrt hier in der neuen Welt und in dem neuen Game, auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen, beziehungsweise auch zu dem Treffpunkt da vor dem indischen Haus. Ja, und jetzt geht es natürlich hier klar direkt 1:1 weiter. Nach immer noch Suchen nach Hinweisen, weil ich dann wieder denken könnte, dass ich dann irgendwann hier meine Trophy freischalt. Und hier ist aber dennoch nichts. Tachsen. Was macht der da? Tach. Ist dann auch wohl nichts. Aber immer noch geil gemacht hier. Bin immer noch überwältigt von der Grafik. So. Sackgassen sind immer gut. Jeder kennt das wahrscheinlich. Irgendwas gibt es da immer. Denkt man zumindest. Shit. Ja, Vorführeffekt. So. Geh mal zum Arzt. Aha. Ah, hier, da ist was. Ein Flachmann. Okay. Mit L kannst du das Objekt sehen. Ja, auch geil gemacht hier, wie sich die Sonne reflektiert. Ja, und die Frage ist natürlich immer nur, muss ich hier eventuell irgendwo was mal erkennen oder so? Wohl ja nicht, ne? Naja, dann mal weiter im Text. Galahad. Ja? Sie müssen den gesamten Bezirk absperren und zwar leise. Ach, das sind die, wo ich wahrscheinlich treffen sollte. Ist, dass du so schnell hier bist. Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord. So etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy. Würdest du nie tun. Ja, oh, was hat die da hinten dran? Stabgranaten. Ach, ich auch. Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja. Glaube ich nicht. Ja, Mann. Egrain, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Okay. So, folge Egrain. Ah, okay, alles klar. So, ich weiß natürlich nur nicht, ob ich da jetzt direkt hinterher rennen muss oder ob ich hier mal kurz den Platz erkunden kann. Ich probiere es einfach mal spaßeshalber aus. Kann ich jetzt? Ah, gut, nice. Jetzt kann ich wenigstens rennen. Zumindest so ein bisschen. Jetzt sind natürlich alles ein Tickel schneller. Aber ich glaube, mir wird es nichts geben, ne? Ne, sieht nicht danach aus. Ne. Okay, gut, dann rennen wir jetzt mal der Egrain hinterher. Ja. Aber hier muss mit Sicherheit irgendwas geben. Auch nicht. Eieiei. Dann halt doch hier weiter. Hier auch nicht. Sobald wir drin sind, lasst niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Quatsch. Wenn ich alleine durch. Haben Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger.
Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien-Kompanie will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Tja, da hat der Typ wohl gerade eben seine Eier verloren. So ein Satz von der Lady. Ja. Gut, hier gibt's also auch nichts. Alle klar, dann hier runter in die Kanalisation, oder? Ne, U-Bahn haben sie gemeint, ne? Ja, alles klar, also U-Bahn. Was ist denn jetzt los? Hä? Aha. Gut, also hier gibt's schon mal nichts. Vielleicht noch da hinten? Ne. Ne, alles klar. Dann ihr nach wie vor ja hinterher. Hallo, schneller, alter Mann. Die paar Stufen. Keuch, 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 keuch. Hey. Allerhart, Entdeckung. Was drücke ich, was Kreis? Ah, okay. Wow, der schmeißt sich da auch in. Gehen wir an die Arbeit. Ja, okay. So. Drücke links, um deine Sekundärwaffe auszurüsten. Ja, machen wir das nochmal. Eine schöne Knifte, okay. Bam. Ziel erledigt. Bam. Alles klar. Vorrücken. Vorrücken war bestimmt, ja, genau. Wow, jetzt rennt aber gewaltig schnell hier. Hä? Ah, cool. Da kann man dann die Kniften wechseln, oder was? Ich glaube nicht, dass ich hier 14 Stück oder sowas mitnehmen kann. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei! Schwingt eure Asche hierher! Ich brauche Hilfe! Haben wir ihm gesagt, er soll irgendwas anziehen? Los! Anstatt ein Pyjama? Los geht's, ihr Bastarde! Ein Gewehr wäre wohl passender. Bam, Headshot! Bam! Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Welche? Ein paar sind zum Atrium unterwegs. Also erinnert mich so ein bisschen hier, wenn ich hinter der Deckung bin, dass es leicht verschwommen ist. Wie hier, wie ist die Spiel nochmal auf Xbox? Mit den zwei da. Army of Two, genau. Falls das ja einer von euch da kennen sollte. Nice. Flüchtling erledigt. Was gehe ich da aber auch mal weiter vor. Bam. Straße frei. Im Hof sind noch mehr. Hof? Ach, halt hier, Kugeln. Ah! Da, die Kiste. Ja, okay, alle klar. Okay, hier hinten kann ich also mich auch verstecken. Bam! Lass sie die mal durch den Kopf gehen. Selbstladende Pistole. Oben auf der Treppe! Oh shit. Ich schätze mal, wenn der Bildschirm wieder rot wird, kommt nicht so gut. Na, also geht doch. Oh, bam. Oh, der war nice. Der war nice. Der wieder nicht. Nee. Muss nachladen. Okay, sieht das jetzt aus? Kurz mal einen Überblick verschaffen. Yo. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. So. Ich schätze mal, ich muss da komplett rein in die Hütte. Hm. Hallo? Ah. Und jetzt alles in das Blätter. Im Atrium könnten noch mehr sein. Wir sollten rein. Entdeckung schmeißen ist auch hier von Army of Two. Hup. Ich schwöre, der kriegt eine ordentliche Abreibung. Oh shit. Hilfe! Verdammt! Hä? Komm ich jetzt da rein? Nee, ne? Nö.
Ja, nö. Seiteneingang. Ach, da labert die jetzt. Ah. Schnell. Drin sind noch mehr Verrückte. Ja. Ah, jetzt geht da was. Dann sagen wir ja und nü. Jetzt schießt doch. Hä? Was war denn das? Okay, muss man das jetzt verstehen gerade? Eins habe ich jetzt gerade irgendwas aktiviert. Na, war bestimmt hier nochmal öfters das Spiel kommen. Ah, ich glaube, eins war Sekundärfeuer, glaube ich. Bist du okay? Verdammt. Au. Oh Gott, sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschaum. Ich brauche Granaten. Gut. Okay, drücken. Ach, oben. Ah, sorry. So, L2 Granate zu zielen, R2 zu werfen. Rauch unterwegs! Also dann, los geht's. Ah. So, dann nehmen wir einfach gerade die Knifte hier mal nochmal. Ah, wie so ein Automatikgewehr. So, bloß bestimmt hier das R1 hier sowas ähnliches wie Shotgun-mäßig, also hier so schrottechnisch. Hier ist nichts. In der Bar. Hä? Ach, da unten. Hä? Da hinten. Ich lade nach. Einfach ein bisschen rumballern hier. Im Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. So, dann mal kurz mal die Gegend absuchen, weil hier unten durften es dann alle gewesen sein. Diesmal kann ich da nichts einsammeln. Hier auch nicht. Da auch nicht. So, vielleicht hier. Nein. Aber ich wechsle wieder um hier auf die normale Knifte. Weil hier die ganzen Gegner ja auch nur normale Knifte haben. Das ist ja natürlich ein bisschen unfair. Ne, wenn ich jetzt hier da mit dem Sturmgewehr rumeier. Was war das? Ah. Nur die Pistole. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Ja, klar. Zweiter Stock, Damenoberwäsche. Ding, 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 ding. Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Na dann. Also mit normalem Morgen verstehe ich was anderes. Ladies first. So schön rumballern hier. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Hä? Wieder so ein Schlafentzugs-Heidi. Schon gut. Ah. Ein Nahkampfelement. So, dann nutze ich aber noch hier das kreative Gemetzel. Ne, schade, wieder nichts. Halt. Was ist das? Ja. Was ich wegtreten kann. Alles klar. Ja, gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Hey. Bam! Erstmal einen schönen Sprung in die Kniekehle.
So. Feind erledigt. Lade nach. Okay. Au. Na. Na los, zeig dich. Oh, die Hand geht es auch. Nice. Okay. Flüchtling neutralisiert. Schöne Hitbox, dass man hier genau ja auch die Hand treffen kann. Ich weiß nur nicht, ob das Absicht war, dass ich die Hand getroffen habe. Oder der einfach nur die Hitbox so riesig ist, dass man dann den Körper trifft. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber wird sich vielleicht eventuell auch noch ausstellen. Irgendwann. Ja, die will da rein, okay. Dann gehe ich erstmal jetzt hier rein. In die, was sind das hier, Küche? Ja, sowas ähnliches. Gibt's aber auch nichts, alle klar. Ich bin dann soweit, Charlotte. Ja, ich auch. Was? Okay, was war das? Huh. Ah, richtig geil. Was auch immer das war, wie so Matrix-mäßig. Nah, das muss ja sich jetzt da wegdücken. So. Na komm. Alles klar. So. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Oh. Ja, eine neue Sequenz. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Yes, sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Jo. Danke für die Info. Soll das ein Witz sein? Ja. Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Aha. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Schleimer. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Halblüter, aha. So, was ist jetzt da aus? Eine rote Telefonzelle? Percival, aha. Mhm. Und mit wem? Sieht man nicht, ne? Ne. Seltsam. Also echt jede Menge animierte Szenen, wie man sieht, weil ich drücke nämlich gerade gar nichts. Gehen wir. Na endlich. Na endlich. Jetzt irgendwie meilig so ein bisschen. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Ja, diesmal bin ich jetzt alleine unterwegs. Wieso nimmt er denn immer die Knifte? Hallo? Gut. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, weil ich kann die Waffe nicht mehr wechseln. Nee, geht auch komplett gar nichts mehr, das Menü ist tot. Okay. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Luftunterstützung. Kann in so einem Fall natürlich auch nicht schaden, aber da scheint es hier irgendwas, um irgendwas Größeres zu gehen. Nicht nur um 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Hm.
Schauen wir mal nochmal hier rein. Ah. Ein etwas längerer Raum. Okay. Anscheinend ist es hier der normale Durchgang jetzt. Oder? Ah, okay, alles klar. Machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Hä? Okay, da hat gerade einer geschrien, dass irgendeiner seinen Arm verloren hat. Was? Bewege L nach vorne, drücke X. Um hoch auf den Vorsprung zu klettern. Mich hier rüber? Nee. Jo, da eine viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Klettern wir hier mal ein bisschen rum. Ich schätze mal runter, ja nicht. Hüpp. Dachte ich mir doch, dass ich eher hier bin. Pff. Schon vergessen? Die Jugend gewinnt immer. Kann ich das Ding hier lesen? Nee, schade. Hier wohl auch nicht, da auch nicht. Okay. Auch wieder nach vorne und X. Na nü, wer ist denn das? Okay. Alle Mann. Einer der Flüchtigen ist ein Halbgitter. Das war das Vieh vom Anfang. Alle klar, ein Werwolf. Der irgendwie Schiss hat. Oder auch mehrere. Mademoiselle, sind Sie bei seiner Position? Oh, fuck. Oh. Boah, was war das? Okay. Was? Achso. Das müssen wir jetzt auch jetzt nochmal machen. Okay. Bestätigtes Ziel bei mir. Au. Sehr fix. Ah, X müssen wir da drücken. Scheiße. Wieder verpennt. Gut, aber den nehmen wir jetzt mal so mit. Oh, warte, noch mal. Monsieur, warten Sie. Ich bin fast da. Alles klar. Nix wie hin. Bam. Oder auch nicht. Jetzt will ich mich gerade schon entspannt zurücklegen. Monsieur! Was ist passiert? Die Massen sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Die hätten wir eigentlich dann sehen müssen. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Was? Bogenkanone? Klingt gut. Was ist denn eine Bogenkanone? R2 gedrückt. Ah. So ein Ding. Okay. Aber so viel Zeit muss sein, einmal kurz mal hier noch rumgucken. Beziehungsweise, ich sehe auch gerade, dass die Zeit eigentlich schon wieder rum ist. Ich höre mal an dieser Stelle nochmal kurz auf und bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich natürlich auch wieder, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch mal noch einen... Oder auch nicht. Ich habe das Ziel verloren. Wiederhole, ich habe das Ziel verloren. Antwortet wohl keiner. Gut, dann mache ich natürlich doch noch ein bisschen länger. Verdammte Axt. Ach, da hätte ich hinterher rennen müssen. Gut, machen wir das jetzt mal nochmal.
Ja, das trifft automatisch schon das. Okay, alle klar. So, jetzt aber, ne? Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und man sieht sich in der nächsten Folge, hoffe ich mal zumindest, ne? Und bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao und Servus.